So, hallo liebe YouTube-Fans. Ja, wir haben ein schönes Modell, aber leider nicht zum Verkaufen diesmal. Und zwar ist das Modell für meinen Sohn. Wir haben das Modell relativ, also das heißt günstig, war unbespielt. Kann man ruhig sagen, die kosten alle so um 300 Euro, wenn ihr einen guten Kauf machen wollt. Ist ein älteres Modell. Wir haben jetzt nur das Modell leider halt doch komplett zerlegen müssen, weil die Teile waren Wüste angelaufen. Da ist also eine bestimmte Beschichtung drauf. Wir haben jetzt wirklich alles zerlegt. Wir haben, weil die so viel Flecke hatte am Kessel und die ganzen Teile, haben wir uns die Arbeit gemacht, haben sie komplett zerlegt und haben sie jetzt komplett poliert. Also ich habe das schon mal gemacht, das läuft eigentlich nicht mehr an. Seitdem ihr habt mit den Fettfingern und packt alles überall drauf, dann habt ihr, das wird dann wieder dunkel. Aber wenn man jetzt so schön ins Vitrinchen stellt, passiert dem Modell nichts. So, wie gesagt, wir haben sie komplett zerlegt, poliert, die soll ja optisch. Mein Sohn wollte halt, die will er nicht benutzen. Die soll kein Wasser bekommen. Wir haben jetzt nur mit Luft mal angeschlossen, so ein Luftadapter. Wir wollen jetzt nur mal testen, dass die auch gut läuft soweit. Man muss ja alles wieder ein bisschen austolerieren und ausbalancieren. Und ja, die soll halt optisch schön aussehen. Ich wollte dazu sagen, es gibt ja diese Luftadapter, die kann man bei eBay kaufen. Das ist einfach hier so ein Regelventil quasi, die ich auch verbaue. Und da ist schon Gewinde drauf. Könnt ihr fertig kaufen. Und das könnt ihr hier quasi montieren. Wir haben jetzt nur ein anderes drauf gemacht. Aber wie gesagt, wir haben das eben drauf gehabt, das passt auch. Wenn ihr euer Modell auch mit Luft betreiben wollt, holt euch einfach irgendeine Pumpe und Kompressor einen kleinen und dann könnt ihr die bei eBay kaufen. Ne? Zur Not kann ich auch einen Link schicken, aber ihr seht ja, wie sie aussehen, gibt da ein Regelventil oder nee, Aquariumventil und dann kommt ihr auf diese mit dem Gewinde. Und das Gewinde passt exakt auf das Gewinde hier von dem Adapter. Das passt alles wunderbar. So, jetzt wollen wir auch ein bisschen testen, das schöne Modell. Läuft wirklich sagenhaft und sieht jetzt optisch wie neu aus. Glänzt wieder alles wunderbar. Aber wenn man so ein Modell hat, möchte man das nicht so fleckig und so dunkel irgendwo hinstellen. Ja, gut, war jetzt viel Arbeit. Wir haben wirklich den Kessel aufgehabt. Wir haben den Kessel abgehabt. Wir haben hier die vorne die Scheibe alles rausgemacht, dass wir hier auch an den Schrauben, die Muttern, das muss alles wieder edel aussehen. Gut, da ist man auch, wir waren jetzt bestimmt, ja. 2 Stunden, über 2 Stunden waren wir jetzt dran, weil da muss man auch viel aufpassen, viel abkleben, dass man hier keine Macken drin macht. Ja, und naja, gut. Was tut man hier alles für die Kinder? Mein Sohn hat sich die gewünscht, der hat jetzt seine 20er verkauft. Jetzt haben wir, wie gesagt, das Modell reinbekommen, haben wir jetzt fertig gemacht. Und nochmal ein Lob an den Verkäufer, erstmal super eingepackt. Ja, und dass die ein bisschen anlaufen und fleckig werden, ist ganz normal im Alter. Da muss man sich halt die Arbeit machen und muss sie nochmal polieren. Dann nimmt man schön Chrompolitur, dann wird das alles fachmännisch schön mit weichen Lappen abpoliert und dann sieht das alles wieder edel aus. Wir haben hier wirklich alle Messingteile haben wir poliert. Ja, es soll ja schon schick rüberkommen. Mein Sohn hat auch geholfen, ist ja auch schließlich seine Maschine und da kann er alles ruhig machen. So, ich darf ihn so schnell laufen lassen, sonst meckert mein Sohn. Hier muss ich noch einlaufen, hat er gesagt. Nein, läuft prima. Aber mein Sohn möchte es, glaube ich, nur mit Luft ab und zu mal betreiben. Er möchte sie gar nicht beheizen. Wenn dann nur mit Gas. Aber na gut. Soll er handhaben, wie er möchte. Ne? Kann er sich irgendwo hinstellen. Sieht auch schön aus. Schön Vitrine stellen. Wir haben auch die Pumpe abgehabt. Wir haben wirklich alles abgehabt. War jetzt viel Arbeit. Ja gut, das Polieren halt. Ne? Gut, gut. So, ich wollte nur kurz mal vorstellen. Wird nicht verkauft. Braucht ihr mich nicht fragen. Wie gesagt, die habe ich für meinen Sohn jetzt gekauft. Und weil ich ja der Tüftler bin, wir müssen mal alles zerlegen. Haben wir sie auch fachmännisch zerlegt. Alles poliert. Aber ist halt viel Arbeit. Ne? Wenn ihr euch mal die Arbeit machen wollt, sieht natürlich auch edel aus danach. So muss eine Dampfmaschine auch aussehen. Und na gut, na gut. So. Ich sag dann nochmal guten Rutsch am Sonntag und bis zum nächsten schönen Modell.